da sind wir wohl schon wieder gelandet. Ja, das sieht doch nach einem vernünftigen Örtchen aus. Was los, Jungs? Steht ihr auch mal auf, oder was? Hallo. Aufstehen. Dankeschön, wenigstens einer. Guten Morgen. Mädel hier. Das ist Tops, das ist kein Mädchen. Obwohl, er hat ein Einhorn. Er ist ein Mädchen. Hä? Tops, aufstehen. Aufwachen, es geht los. Ein neuer Tag hat begonnen. Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit auch willkommen zurück hier zu unserer Nacht der Monster. Heute werden wir angegriffen und zwar von 100 Geistern, die uns heute Nacht angreifen. Oh, Flo hat einen Goldapfel. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen uns eine geisterresistente Base bauen. Flo, hast du eine Idee? Also als erstes brauchen wir Dings und dann Dings und dann Dings. Ah, alles klar, das ist die Melodie von Ghostbusters. Ghostbusters! Hey, wir haben richtig schlechte Sachen mit dabei. Wir hatten die Taschen hier gepackt. Wir brauchen eine Anti-Serien-Unterhose. Wir haben nicht mal Essen. Ja, nee, nee, danke, das will ich nicht. Wie gute Sachen. Wir haben nicht mal Essen mit dabei. Wir haben gar nichts. Nur noch verrottetes Fleisch und giftige Kartoffeln. Okay, wir machen eine Wette, Tops, okay? Jeder von uns ist eine giftige Kartoffel. Warte, nein, jeder, okay? Hier, Flo, deine. Hier ist deine. Und derjenige, der vergiftet ist, hat verloren, okay? Aber ich habe keinen Hunger gehabt. Ist man eigentlich immer vergiftet? Bei denen? Hallo? Warte, warte. Ist man immer vergiftet, wenn man die isst? Keine Ahnung. Aber man kann sie essen, wenn man das Schiff rechts klickt. Wenn sie auf dem Boden sind, kann man sie essen. Ah! Okay, okay. Ich esse meine. Flo, okay. 3, 2, 1. Ich bin vergiftet. Ich auch. Nee, ich bin nicht vergiftet. Mir ist so schlecht, ich bin nicht vergiftet. Tops ist der Loser, er war vergiftet. Aua, ich hab so wenig. Da kommt Rüstzeug. Oh nein, Izzy hat mich mit der Hand geschlagen. Ja, ich hätte, ich glaube, irgendwie Dinge. Das ist ein. Was? Ghostbusters? Geister. Meinst du? Oh mein Gott. Weißbrot. Das sind das die Geister, die uns heute Nacht angreifen hier, oder was? Aha, warte mal. Und zack. Ich habe irgendwie, sind meine Herzen jetzt grauseitig das Zeug gegessen habe oder so grün. Ja, meine sind grün. Ja, so kotzfarben. Meine sind rot. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe Vergiftung, aber ich bin irgendwie nicht vergiftet worden. Müssen wir lang? Ich glaube, wir müssen den Plakaten folgen. Ich folge gerade mal den Plakaten. Vielleicht finden wir so irgendwie einen coolen Ort, wo wir eine Base bauen können. Wir brauchen halt nur eine Idee, was wir machen können für eine Base. Ich glaube, hier ist es ganz gut. Wovon haben Geister denn Angst? Zwiebeln? Wir brauchen so weites Wasser. Weißt du, was ich meine? Was brauchen wir? Keine Vampire. Hier ist richtig viel Platz. Hier können wir die Base definitiv bauen. Warte, wir brauchen Salz. Wir brauchen nur Sachen. Salz? Ja, wir brauchen Salz. Was willst du denn machen? Willst du die Geister mit Salz bestreuen oder was? Das ist eine Legende. Eine Legende. Ja, nein, wenn du Salz sozusagen vor der Tür und so weiter am Fensterrahmen machen, dann kommen die Geister nicht rein. Sag mal, was macht ihr eigentlich da hinten? Kommt ihr vielleicht mal in meine Richtung mit? Alle beide? Wo seid ihr denn? Ich hab die Orientierung wie so eine Stockente. Ja, ich glaube, Flo hat mich gesehen, oder? Der kommt jetzt, folg einfach Flo, Tops, folg einfach Flo. Warte, hier ist sogar so ein kleines Haus. Tops ist wie so ein Kind. Ja. Hier ist so ein kleines Haus. Ghostbusters. Ha, cool, alles klar. Ich weiß nicht, sollen wir reinschauen oder sind da vielleicht Geister, die da leben? Eimer. Geister? Hier sind Eimer. Hallo? Nehm mal die Eimer mit. Okay. Was ist jetzt los? Hallo, guten Tag. Guten Tag, schönen guten Tag. Was ist hier? Und hier wer? Da rein? Ja! Hier ist eine Schleimkugel. Guck mal, hier sind Dinge, hier sind Flaschen. Nein, Tränke der Unsichtbarkeit, das heißt, wir können selber zu Geistern werden. Was liegt da? Oh nein, wo ist Flo hin? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Wo ist Flo? Keine Ahnung, er ist unsichtbar geworden. Ist ja verrückt. Oh, kann man hier was trinken? Weiß ich nicht. Kann sich... Lol. Warte, was da denn? Ich will runter. Hier ist eine geheime Base. Mach wieder zu, dann findet ihr es nicht mehr. Kennt ihr diese Vögel? Die haben so ein Gedächtnis von einer Sekunde. Und wenn du aus deinem Blickfeld rausläufst, dann vergessen sie dich. Es gibt sowas. Wirklich? Ja, du bist auch so ein Vogel. Ich glaube in Australien oder sowas. Hier sind Ghostblöcke. Aber hier sieht es irgendwie immer so richtig siffig aus in diesem Keller, oder? Ach Mann, Leute, was macht ihr denn schon wieder? Böse. Mein Gott. Lass mich doch erstmal hier. Habt ihr Blöcke? Okay. Nein, hier sind keine. Hier sind nur ein paar Holzblöcke. Daraus können wir wohl nichts machen, glaube ich. Easy? Ja? Tops ist ein Geist. Hä? Tops ist ein Geist. Er kann durch Wände laufen. Tops ist ein Geist. Flo ist auch ein Geist. Bin ich jetzt auch ein Geist? Ja, ich bin ein Geistgeist. Du bist unsichtbar. Nein, ich will rein. Hier sind, guck mal, hier sind so eine Ghostblöcke. Da kannst du mit rausgucken, aber nicht rein. Voll cool.
so raus, ein Geisterfenster. Gucken, aber nicht rein, okay. Dürfen wir hier überhaupt rein? Ich meine, wir haben schon den geheimen Eingang gefunden, wenn wir jetzt noch den... Hier liegt ein Skelett, das hat ein Buch geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Sie kratzen schon vor der Tür. Selbst die allerbeste versteckte Base ist nicht vor diesen Monstern sicher. Es gibt kein Entkommen. Ah, es ist ein Easy-Cheesy-Monster. Ein fliegendes Easy-Cheesy-Monster greift es an. Was? Guck mal, hier ist Flo's Brautkleid. Hä? Oh. Guck mal, das ist... Ja, cool aus hier. Hä? Das sieht voll witzig aus, als wäre ich so Grippe so. Als ob du so ein Roboter bist. Ja! Lol. Hä, voll cool. Easy, guck mal hier. Ja? Siehst du das? Das ist Flo's Blautkleid. Blautkraut. Das ist voll hübsch. Willst du das anziehen? Das steht dir bestimmt. Blautkraut. Was zieh ich denn an? Hier ist noch dein Helm, Flo, falls du den nehmen willst. Hier sind coole Blöcke, hier sind coole Geisterblöcke. Ghost Stairs. Wie viel ist das groß? Ja, das sieht aber süß aus. Ich finde das voll cool. Es sieht irgendwie aus, als hätte ich irgendwie so irgendwie so außer in die Weiß Größe. Was hast hätte du? Die falsche Größe. Wahrscheinlich. Wie so ein Mädchen. Irgendwie schon. Hier sind so geheime Knöpfe, One-Way-Glass. Lass uns doch mal all diese Ghost-Blöcke mitnehmen und vielleicht können wir daraus irgendwie was bauen oder so. Ein Ghost-Haus. Ja, genau. Ein Geisterhaus für Geister. Kommt ihr auch nach draußen? Ja. Okay, alles klar. Ich gehe schon mal gucken. Könnt ihr vielleicht noch normale Blöcke irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir auch normale Blöcke brauchen gegen die Geister. Oder ob wir nur aus Ghost-Blöcken bauen sollen. Vielleicht verwirrt die das. Vielleicht neutralisiert es. Was? Und vielleicht ist es, weil die Ghost-Blöcke sind, weil es auch Geister sind. Dann vielleicht ist das sozusagen, weißt du, man, dann ist es dann also so deren Material. Vielleicht gleich rein und sterben die. Aus oder? Ja, kann sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nimm mal bitte hier, Tops, Flo, mir egal. Ja. Nehmt mal ein bisschen Lava mit, weil vielleicht können wir eine Lavafalle machen für die Geister. Die verkaufe ich alle, wie du so. Wo willst du die denn verkaufen? Ah! Was macht ihr? Leute, okay, alles klar. Ich habe richtig viel Lava, ja? Ja. Jetzt hast du Flo eingebaut, okay, alles klar. Lass mal hier gucken. Ah. Wie wollen wir die Base bauen? Lass mal überlegen. Vielleicht so einen kleinen Graben mit Lava ich und Ghostblöcke? Ja? Lass uns doch einfach einen riesengroßen Geist machen. Das ist eine coole Idee. Dann denken die Geister ja. Das ist einer von uns! Ja, das ist so ein Bossgeist, weißt du? Das heißt, wir sind so der Riesengeist dann, weißt du? Stimmt! Hey, ich hab gar keine Rüstung. Ich hab. Nee, das will ich nicht. Ich brauch keine. Das sind ja nur Geister, die uns angreifen. Ich brauch keine Rüstung. Wir können sonst. Kann ich das. Oh mein Gott! Was? Hä? Was soll ist das? Das sind Fake-Glasblöcke. Und so sehen Fake-Cobwebs aus. Guck mal. Da kannst du einfach durchlaufen. Nein. Daraus können wir doch den Geist bauen, oder? Wenn wir so Cobwebs nehmen. Das ist ja auch bei euch ganz dunkel hier. Ja, aber nur willst wenn du... Willst du das Cobwebs ein Geistgesicht machen? Sind wir soweit? Ich glaube schon, oder? Ja. Ey, das sieht so lustig aus. Oh nein, nicht reinfall hier. Das sieht so lustig aus mit den Augen. Vor allem, weil sie so seitlich blinzeln irgendwie. Voll cool. Ja, ich dachte mir, das ist eine gute Idee. Nein, sie kommen schon! Warte, was? Nein! Was ist das für Geister? Ich taser ihn! Von irgendeinem. Ich bin gerade noch in der Höhle! Ah, Mann, ich kriege ihn nicht getasert. Leute, wir haben eine Geisterbase gebaut. Ich kriege ihn irgendwie nicht. Ich weiß nicht, die anderen kommen, glaube ich, noch nicht. Die haben uns noch nicht gesehen. Hier, nimm das! So. Oh nein, meine Falle macht Flo hat immer noch meinen Kopf auf. Das ist unser kleiner Geist und wir haben eine Geisterbase gebaut, so eine Fake-Block-Base sozusagen. Oh, das heißt, wir können hier durchlaufen, aber die Geister können es nicht... Oh doch, warte, was? Nein, die haben es mitgekriegt! Ich dachte, wir haben... Aber nicht schlimm. Nein, ich dachte, unsere Base ist sicher. Hat jemand was zu essen für mich? Warte, ich hab den Typen abgebaut. Komm mal her. Ja. Hier. Oh, das ist eine gute Idee. Mach schnell, Easy, ab! Ja, ich beeil mich! Okay. Ah, schnell, Leute. Und... Ah, eins. Super. Hier sind überall Spikes. Wir haben so Spikes hier überall hin gemacht, sodass wir hier, wenn einer... Flo, geht's dir gut? Oh, dein Opfer wird... Nein, ja, Geister. Okay. Sie kommen zu mir. Dir. Nein, Hilfe, verteidige mich doch mal, Eisengolem. Da sind die Angreifer. Hallo, mach doch mal was. Denkt sich so, Geister? Nein. Oh, ich sterbe gleich. Nein, Hilfe. Leute, ich brauche was zu essen. Ihr müsst mir mal was zu essen geben, bitte. Warte. Ich habe hier Karotten. Komm mal her. Komm schon. Ja, ich kann nicht. Ich werde angegriffen. Warte. Ich habe eine Idee. Hier, nimm. Schnell, da liegt mir das Deck. Ich kann nicht weg. Ich bin gleich tot. Nein, schnell. Leute, Beeilung. Können die Geister abfangen? Keine Ahnung. Du machst das mal. Ich glaube, ich hab's. Warte, hört's.
Easy, okay. Easy. Ja, gib mir Essen. Ja. Dankeschön, ja. Dankeschön. Jetzt ganz schnell, bevor die Geister da kommen. Die sind mich richtig flott unterwegs, muss ich sagen. Und Angriff! Weiter geht's! Was machst du? LOL! Hä, das ist ja voll cool. Ich bin okay. Geister begeistert. Meinst du, wir können sie hier irgendwie reinlocken? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt mit den Spikes. Ja, aber die können eigentlich fliegen. Was? Können fliegen, easy. Ja, warte. Wir müssen eigentlich fliegende Spikes machen, glaube ich. Eigentlich hätten wir einfach eine ganze Burg aus Spitzen machen können, oder so? So, oder ich bin mal runtergegangen. Vielleicht kann ich die hier irgendwie reinlocken. Warte mal. Kommt ihr hier runter? Hallo! Hi, ihr Kleingeister! Ja, sag ich doch! Und jetzt, ich muss Spikes platzieren. Okay, warte. Da oben ist einer. Was, wenn ich den hier hinmache? Hier ist jetzt so ein Spike. Wir müssen nur noch... Warte, da ist ein Geist. Hallo, hier unten! Warte, kann ich ihn vielleicht, wenn ich hier den Eisenblock abbaue? Komm schon! Hier runter! Ja, hier müsst ihr herkommen! Sehen die mich? Kommt die... Ja! Nice! Oh mein Gott, das ist eine gute Falle. Okay, halt ihn. Komm schon. Ich habe noch einen, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Was machst du denn? Ein Ritual zum Geisterverbannen. Vielleicht ein bisschen aufbauen, dass sie einfacher reinkommen. Und zack, das war's mit ihm. Ja, ich hab das hier unten eigentlich im Griff. Bei mir sieht es ziemlich gut aus. Und bei euch so? Komm, Flo macht irgendwas. Da ist wieder ein Geist. Komm runter hier. Und okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal nach unten, bitte. Und das war's mit dir. Okay, ich komme wieder raus. Was machst du, Izzy? Ich habe hier so eine kleine Falle gebaut, aber irgendwie... das sind wieder welche. Nein. Nein, weg mit euch. Aha, Flo, wo bist du denn? Her. Okay, wohin? Rein. Da, okay. Was hast du denn vor? Oh, warte. Da ist der Eisengolem, der uns so richtig gut verteidigt hier. Macht er total wirklich seinen Job. Ich bin begeistert. Ja, was zur Hölle ist das? Was macht er denn? Lol. Ich weiß nicht. Ich kann es aktivieren. Okay. Geht's? Weiß ich nicht. Oh. Was passiert denn? Die Geister sind da? Ich brauch Holz. Nein! Ich hab sie doch schon hergelockt. Ne. Warte. Nein! Ich brauch ein Item. Ich laufe. Okay. Bitte schubst mich nicht, ihr kleinen Geister. Pass auf, nicht, dass du in den Kopf brennst, dann bist du nämlich... Weißt du, dass ich was nicht mache? In den Kopf rein. Achso, nee, das stimmt, das wäre eine blöde Idee. Da hinten sind noch mehr. Warte, die teleportieren sich irgendwie, lol. Willst du die holen, Tops? Au! Hör doch mal auf damit, sag mal, Kollege, okay? Hast du es jetzt, Flo? Ich glaube, vielleicht es könnte klappen, ja, warte, craft mich. Ah, nein, sie sind da. Jetzt beeil dich doch mal, bitte. Ich komm. Okay, ja. Komm zurück. Oh mein Gott, Tops hat hier überall Fackeln hingestellt. Ja, ich hab hier ganz viele Mein Gott. Ja, es war auch ich mega dumm. Ich will nicht leben, also ich hoffe, es klappt. Okay. Warte, ich bin bei den Geistern hier unten. Oh mein Gott, ich greife mich auch an. Was willst du denn machen? Bin hier. Ja? Oh mein Gott. Okay. Den brauchen wir. Okay, und was jetzt? Geht's? Warte. Hat's geklappt? Sie sind weg. Hä? Er hat sie weg. Guck mal. Nein! Meinst du, der hat sie vertrieben oder was? Ja, wahrscheinlich. Das ist ein mega süßer Geist, alles klar. Mann, Leute, alles klar. Ja gut, dann haben wir jetzt wohl unseren kleinen Geist hier, der uns beschützt vor den anderen bösen und großen Geistern. Und ich würde sagen, das war's denn hier mit unserem kleinen Abenteuer in der Geisterwelt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Flo und Tops vorbei und wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Hast du da von mir einen Kopf hingehangen? Das ist cool. Das finde ich sehr, sehr edel von dir. Leute, bis dann, euch allen noch einen wundervollen Tag und hasta la pasta.